Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Pack Attack, der Pack Road to Glory hier auf dem Kanal. Wir sind wieder am Start und heute geht es weiter mit den nächsten Packs, die wir ziehen werden. Ich habe leider Gottes keine Ahnung, wie viele es waren in der letzten Episode. Ich glaube aber, es waren wieder 8 bzw. 7. Ich meine, es waren 7. Wir ziehen einfach mal 7 und im Notfall ziehen wir nächste Episode 1 mehr. Wir haben ein sehr interessantes Team of the Week und zwar unter anderem mit Messi, mit Götze, mit Müller, mit Guarin. Auch das ist wieder genau das gleiche wie letzte Woche. Das war die letzte Episode, das heißt, auch da können wir wieder richtig schön abräumen. Und naja, allgemein gibt es auch viele gute Spieler, die momentan upgradete oder auch welche, die Skill-Upgrades bekommen haben. Also es geht auf jeden Fall schon ganz gut klar. Wenn ihr selber Coins braucht, um Packs zu ziehen, schaut bei Random vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr mich unterstützen, könnt ihr auch Coins kaufen, um selber Spieler auszuprobieren und zu kaufen. Ebenfalls würde ich mich sehr freuen, wenn wir 1000 Likes auf dieses Video schaffen. Wäre eine großartige Zahl, würde ich mich extrem darüber freuen. Und wir starten mit dem ersten Pack mit David Alaba auf dem Cover vorne drauf. Und mit hoffentlich ganz viel Glück in diesem Pack drin. Es wird Abdoulaye Konko, ich glaube, den eher haben wir sogar schon. Westermann und Pazzini. Na, herzlichen Dank. Den Rest nehmen wir natürlich gerne mit. Allerdings sind Pazzini und Westermann keine Spieler, die uns ansatzweise weiterhelfen, leider Gottes. Aber gut, wir machen weiter mit dem zweiten Pack. Das heißt, danach kommen noch 5. Eden Hazard diesmal auf dem Cover. Und wir ziehen vielleicht unsere ersten Inform. Nein, aber Kevin Prinz Boateng, was sehr, sehr schön ist. Denn jetzt haben wir einen zentralen Mittelfeldspieler, beziehungsweise 10er aus der Bundesliga und gleich noch einen Linksverteidiger dazu. Also besser geht's doch gar nicht. Ein richtig gutes Pack für unsere Road to Glory. Hier dazu ein schönes Trikot von Bordeaux und Caterless Chemistry Style und Danilo, den ich werde mir die Schimpfworte sparen. Wer Danilo kennt, der weiß selber, was für ein er ist. So, drittes Pack von 7, das heißt danach noch 4. Ich muss mir immer vor Augen führen und wir ziehen Cillessen, relativ guter Keeper. Dazu noch Zlatko Junuzovic, jetzt läuft es auch mit den zentralen Mittelfeldspielern aus der Bundesliga. Kuhn hat einen 5-Star Weakfoot, wusste ich auch noch nicht, aber schön. Massimo Allegri, Schwedenwappen, geht ganz gut. Klar, kann man auf jeden Fall so machen. So, siehst du, jetzt habe ich schon wieder vergessen, aber das ist, glaube ich, das vierte Pack, das heißt danach noch 3. Ich muss das wirklich vor Augen führen, weil sonst vergesse ich das irgendwann. Ich hoffe immer noch auf den ersten Inform, aber er kommt, glaube ich, heute. Oh, noch nicht, aber es kommt Kolo Touré. Ich meine, gut, er war in Form, ist jetzt nicht mehr in Form, aber Colo, Colo, Colo ist immer schön. Von daher Abidal noch dazu und Herrera auch nicht so doll, aber geht auf jeden Fall ganz gut klar. Jetzt kommen noch 3 Packs, also jetzt danach noch 2. Es ist wirklich nicht so einfach, muss ich dazu sagen, aber wir haben auf jeden Fall schon mal was für unser Bundesliga-Team. Jetzt haben wir auch noch was fürs Premier League-Team und fürs Eredivise-Team, aber das Pack wäre ehrlich gesagt ziemlich, ja, bescheiden. Das Chile-Trikot ist jetzt auch nicht so schön, dass man das benutzen müsste. Deswegen hoffen wir auf was Besseres in den letzten beiden Packs. Leider gibt es keine Promos jetzt mehr, denn der Luna Cup ist vorbei, ansonsten hätte ich gerne 50k-Set gezogen, aber das wurde mir verwehrt von meiner Aufnahmezeit. Caballero ist ein relativ guter Keeper. Oh, Hazard! Noch ein 10er aus der Bundesliga. Jetzt geht's ja aber auch ab. Im Bula noch ein 6er aus der französischen Liga, Diop noch ein 6er aus der spanischen Liga, das ist richtig, richtig gut. Hazard heute erst, ja, bei Gladbach unterschrieben bis 2020, die haben wir nicht gekauft, wie auch immer sie das geschafft haben. Also, die hatten wir gerade schon im letzten Pack, egal, absolut, apropos letztes Pack, ist auch das letzte Pack. Wie auch immer sie es geschafft haben, hier von Chelsea loszueisen, aber Eberl ist einfach ein mega, mega Manager und jetzt ziehen wir noch Heung-Min Son, das heißt, diese Packs waren richtig, richtig gut. Torschütze Pröde könnte eventuell ins Team of the Week kommen, ich bezweifle es ja, weil die den Gegentor gekriegt haben, aber er hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht und Horto noch dazu, ist nicht so doll, weil es Duplikate sind, aber geht auf jeden Fall klar. Ich gucke mal, was ich verändern kann und dann geht es gleich los auf jeden Fall mit dem Bundesliga-Team, was ich euch gleich zeigen werde. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Das Bundesliga-Team ist vollständig. Ist jetzt 4-2-2-2 geworden. Wir haben Jung und Schmelzer auf Außen. Dann haben wir hier Nordweit und Andreasen auf der 6. Wir haben Hazard im zentraloffensiven Mittelfeld mit Boateng auf der anderen Seite und Modest und Olic im Sturm. Wir haben natürlich auch noch die Alternative Hüntela, aber der, naja, weiß ich nicht so wirklich, ob ich den spielen will. Versuch jetzt eigentlich mal wert, zumindest für ein Spiel, weil Modest mir jetzt auch nicht so krank gut gefallen hat. Nur weil es halt immer noch ein Helm ist, den ich auch mal ganz gerne ausprobieren würde. Das heißt, wir werden jetzt 2 Spiele mit dem Bundesliga-Team machen und eventuell auch mal umstellen auf 4-4-2 normal, denn da könnte man beispielsweise dann mit einem Boateng und einem Junuzovic in der Mitte spielen. Sekunde, Sekunde, Sekunde. So, dann nehmen wir jetzt den Boateng in der Mitte und den Junuzovic in der Mitte. Und dann nehmen wir auf links den guten Heung-Min Son und auf der rechten Seite packen wir dann Harnik und dann haben wir hier auch wieder ein schönes Team zusammen und deswegen, ja, würde ich sagen, wenn wir gerade mal dabei sind, können wir eigentlich mal so anfangen und zwar so und das andere probieren wir dann gleich aus und ja, würde ich sagen, gegen Gegner und bis gleich. Wir haben nach etwas längerer Suche einen Gegner gefunden. Dietmar Schönlebe ist der Schiedsrichter und wir spielen gegen ein Premier League Team mit dem geupgradeten Austin und ansonsten komplett Chelsea. Was uns das wohl sagen soll, ich weiß es nicht. Aber Terry und Kale in der Verteidigung sehr stark. Rechts haben wir dann auch noch den guten Ivanovic, auch der ist sehr körperstark. Philippe Louis relativ schnell, sehr physische Sechser, einen schnellen Zehner. Rechts nicht schlecht, links nicht schlecht, wird schwer. Hammerpass von Janschke. Fast ist 0-1. Das geht ja gut los.
Helm ist mit dem 1:0. Eigentlich läuft momentan so ein FIFA nicht bei mir. Ich habe auch gerade den Freischuss gegen mich bekommen aufgrund von der Abseitsregel, die irgendwie komplett lächerlich ist. Also, ich meine, wenn der Pass nicht ankommt, der Gegner einen Ball hat und seinen eigenen Mann anpasst und der Ball dann zu mir springt, dann ist es doch kein Abseits mehr, das ist doch eine neue Spielsituation. Aber gut. Übrigens ist es ein Witz, dass Helm ist immer noch, also da können wir sogar die Kölner zustimmen, denke ich mal, es ist ein Witz, dass Helm ist immer noch Gold ist, weil erstens hat er seit Jahren nicht mehr in der ersten Liga richtig gespielt, zweitens ist er dauernd verletzt und drittens auch in der zweiten Liga war er jetzt nicht so auf Goldniveau, also naja, aber es ist halt EA, ne? Wenn er aber immer noch 86 Finishing hat, das wäre wirklich komplett lächerlich dann, weil letztes Jahr das noch. Ich habe keine Ahnung, wie er diesen Pass gemeint hat, weil ich habe eigentlich in den Lauf von Helmes gepasst. Allgemein gefällt mir das Team aber so nicht, wie es ist, weil wir haben nur einen Skiller hier und das ist mein zentraler Mittelfeldspieler Boateng, der absolut unauffällig ist bisher. Vorne langsame Stürmer, relativ zumindest, die total unbeweglich sind und irgendwie nicht dribbeln können, nicht laufen können, so gesehen gar nichts können, nicht sonderlich gut Longshots können, also irgendwie... Was? Ich wechsle jetzt mal den guten Modest ein, zumindest besser als Hünte da, und den schnellen und Forster-skilligen Perisic anstelle von Helmes. Ich hoffe, dass die beiden mir jetzt ein bisschen mehr bringen. Ich werde übrigens natürlich jetzt die Note der Stürmer durch 4 teilen, ne? Also das denke ich mal relativ logisch. Also alle 4, ne? Plus addieren und dann 4 und bla. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Zlatko Junuzovic macht das Tor. Ja gut, wenn es Modest und Perisic auch nicht gebacken bekommen, dann macht es Junuzovic aus dem Spiel mit links. Das ist so ziemlich das unwahrscheinlichste Szenario eigentlich. Aber gut, von mir aus, kann er gerne machen. Normalerweise Standardspezialist, hier trifft er so. Statistiken sind relativ eindeutig, ich hoffe er quittet. Glaube ich auch nicht dran. So, da sind wir wieder. Es gab zum Glück keine spannenden Szenen mehr. Allerdings ist meine Elgato mal wieder, naja, beziehungsweise ich habe zu lange laufen lassen. Deswegen musste ich die Aufnahme schnell beenden und dann rechtzeitig irgendwie das Ganze noch diesen Konvertierungsvorgang abschließen, damit wir abstoppen, damit das alles in Ordnung ist. Wir haben eine 7,7, eine 6,2, eine 7,3, eine 6,2. Das heißt quasi, wir sind im Endeffekt bei einer... Oh, dieses Mathe, ne? Also das sind quasi 8, das sind 15, das sind 21,2, das sind 21,4, das sind 27,4, das sind Ende 6. Das heißt, es ist nur ein Pack. Es ist nur ein Pack und das ist für dieses Spiel alles. Das ist sehr bitter, aber da kann man nichts machen. Die Stürmer waren halt einfach nicht gut. Übrigens, oh schade, sie ist nicht mehr eingeblendet. Aber in der 90. Minute gerade, ne, es gab die lächerlichste Chance aller Zeiten. Ich habe mit Son aus 20 Metern Finesse-Schuss gemacht, der komplett schwach kam und Courtois hat sich den selber gegen Pfosten geboxt. Also keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ich suche jetzt mal den nächsten Gegner. Wir können mit dem nächsten Sieg übrigens ja den Aufstieg klar machen. Von daher sehr, sehr nice. Wir müssen natürlich Tore schießen und ja, bis gleich. Way, Gegner 2 gefunden, 78er Bewertung, 100 Team Chemie und es ist natürlich ein Premier League Team, Überraschung, Überraschung mit Robert Huth mal wieder. Warum benutzen Leute Robert Huth? Egal, Jan Matistin, dann haben wir noch Gibbs, Fernando, Lamela mit 4-Star-Skills, dann auch mit 4-Star-Skills, Darab mit 5-Star-Skills, Eduardo Vargas mit 4-Star-Skills und Bedeke. Könnte interessant werden. Schön geklärt. Erst gut gehalten von Leno, dann von Boateng. Ich komme noch nicht so wirklich nach vorne. Das liegt vor allem daran, dass der hinten sehr gut steht. Vielleicht jetzt mal über Hazard. Kann ja durchaus sein. Aber Olic läuft nicht. Jetzt mal der Ball auf Jung, der auf seinen ehemaligen Teamkollegen flanken könnte. Aber Olic ist jetzt auch nicht der allergrößte. Deswegen lieber der flache Pass und dann läuft er weg. Jawohl. Der typische Hamburger. Er will keine Tore schießen. Jetzt mal der Ball auf Olic, der kann sich mal durchsetzen. Komm, schieß, Junge. Endlich der erste Torschuss. Mann, hat das gedauert, ey. Das gibt's überhaupt nicht. Das Team ist echt nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat gute Spieler drin, aber irgendwie viel zu langsam, viel zu hüftsteif, viel zu komisch irgendwie. Also Bundesliga-Team, so zumindest läuft das überhaupt noch nicht. Ja, es ist ein Freistoß. Schade. Aber eine rote Karte immerhin für... Alter, wie fett ist das denn? Junge. Oder sah das gerade nur so aus? Ich hoffe, das sah nur so aus. Eieiei.
Also muskulär, sagen wir mal so, oder muskulös, ja. Milosevic hat nur 73 Freistoßpräzision, das halte ich ja für ein Gerücht. Wir machen es trotzdem mit ihm. Versuchen es zumindest. Ja, er hat nur 73 Freistoßpräzision. So, Andrösen. Übrigens, in Head-to-Head hat er schon wieder seine langen Haare. Ja. Also, wer das nicht weiß, Andreasen, ne, ist jetzt wieder gekommen mit langen Haaren. Was übrigens nur daran liegt, dass der eine Wette mit Schmiedebach am Laufen hat und auf einen guten Zweck aufmerksam machen will. Und ich glaube, Krebs ist es. Und der Verlierer wird dann halt einen bestimmten Betrag spenden oder so. Das ist eine Wette, die er am Laufen haben. Ups, ich wollte nicht schießen. Aber in Head-to-Head hat er seine langen Haare. Das heißt, die hat da mal aufgepasst. Gibt's ja gar nicht. Ich bin so ein Vollidiot. Nein, Mann, wie dumm kann man eigentlich sein? Ich habe den überhaupt nicht gesehen da unten. Da fällt mir gerade ein Adler, hat übrigens immer noch seinen Sidecut. Warum auch immer. Der hat noch nie einen Sidecut gehabt. Komm, Hazard, mach's wie dein Bruder. Boateng, genau so will ich das von dem sehen, genau so und nicht anders. Der Prinz, ja, endlich mal in einem Team eingebaut. Ich wollte ihn eigentlich in der nächsten Sub-Creativity-Episode bringen, mache ich wahrscheinlich auch. Und jetzt trifft er endlich mal. Oh, ist das schön. Das freut mich so, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ne? Der hat bisher noch nichts gezeigt von dem, was er kann. Und der hat so gute Werte einfach und jetzt zeigt er den Longshot, wie sie das gehört. Sehr, sehr gut. Ja, besser läuft's. Besser läuft's gar nicht. Komm, Olic, gegen Robert Huth. Ich brauch das Stürmertor. Und er macht das Tor. Sehr, sehr schön. Das heißt nochmal Packs mehr. Ich hoffe zumindest, dass er jetzt auf die 8er oder 9er Bewertung kommt. Im Idealfall 9er Bewertung. Damit wir ein paar Packs nochmal rausholen können. Vielleicht Rage quittet der Gegner jetzt auch noch. Das wäre natürlich der absolute ideale Fall. Sieht aber nicht so aus. Nee, er versucht es, glaube ich, eher nochmal. Das Spiel müsste gleich vorbei sein. War auch wieder extrem Highlight-arm, die Partie, muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir auch ein bisschen leid, aber irgendwie war die Episode nicht so doll. Wie gesagt, es lag einem Bundesliga-Team. Nächste Episode wird es dann wieder mit einem anderen Team weitergehen und hoffentlich auch mit ein bisschen mehr Pack-Lag als diese Episode. So, Boateng nochmal. Jawoll! Nee, ist kein Foul. Ja, sehe ich genauso. Oh, ja, Jung. Das war nicht so stark. Aber ist egal, ist vorbei. Wunderbar, das heißt Sieg für uns. Ich würde ganz gerne so schnell wie möglich skippen, aber das ist ja immer relativ schwierig hier in diesem Spiel, weil ich glaube, das müssen wir beide machen und so. Und naja, Halligalli fängt gleich an, aber das ist ja... Ist ja nur Halligalli. Macht ja nichts. Jetzt lass mich skippen! Hallo? Dankeschön. Jetzt darf ich immer noch nicht. Doch, jetzt darf ich. Bitte, Wolic, über 8. Über 8 zumindest. 9! Und Man of the Match, das heißt 4 Packs. Das heißt, wir haben jetzt 5 nächste Episode schon mal, beziehungsweise ein 6. optionales, wenn ich mich vertan habe. Gut, das war's. Wunderschönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Aufstieg in Liga 6 ist geschafft. Haut rein und ciao.